Jojo, ihr Zocker! Wir sind hier in unserer Schniekenbude. Ja, es lädt noch ein bisschen gerade. Wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen mal hier ein paar Karren eingesammelt und so und dem guten Bruce die gebracht. Oh, es sind hier, der Derek ist da hinzugekommen. Und hier bei dieser Mission beim Gary, ich glaube, das haben wir schon mal vor ein paar Parts gemacht. Da habe ich mich dann aber drum gedrückt, das nochmal zu tun. Und jetzt werde ich einfach mal hingehen, um zu gucken, ob das auch jetzt gestimmt hat, was ich gerade gesagt habe. So, wir werden da mal wieder mit dem Taxi hinfahren. So. Knarre wegstecken, sonst kann man nicht mit dem Taxi nicht zuwinken. So. So, Fresse halten und dann geht's auch schneller. Ja. Weißt du, wie? Ich will jetzt nicht bowlen. Ich will nicht bowlen. Ich gehe jetzt nicht bowlen. Ich gehe jetzt hier rüber und gehe einfach in diesen Pfeil hier rein, ohne dem Pack hier irgendwas zu sagen. So, geht das? Sorry, Packy, no bowling. I got shit to do. Maybe some other time. Sure, Nico. You must have people to kill and shit. Call me when you're free. Genau, wir haben shit to do. Oh, there he is. The sophisticated European. I don't know about that. So, how are you? All right, yeah. Cage! Don't stand there talking to him on the doorstep. Ask him in. Oh, come in. Ma, you remember the boy's friend Nico? How are you? Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man, and my husband is in hell. I'm thinking God moves in mysterious ways. Oh, that's mother for you. Always a joy. Nico! You made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. Yeah. I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the Pegorinos. I owed them. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking, we just have to find out who and make them stop. In the meantime, it'll chill things out for a bit. So, I need your help. Okay. Atta boy. Come on. Got something to show you. Now, Pegorino's a funny guy. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the five old families. Ancelotti's being the weakest. He's decided to stir shit up for him. Now, the Ancelottis have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy DeGuido uses us. So, what you're gonna do is disguise yourself as an Albanian and then go whack Frankie Garone, an Ancelotti longtime capo. Sure. Which Albanian? This one. Okay, ich schwing dich auf das Motorrad. Ah, ich verstehe, das ist diese Kack-Mission mit dem Motorrad. Und ich glaube, wir müssen auch später gegen so eine Motorradgang antreten. Und ich weiß noch, ich habe sie gehasst, diese Mission. Naja, gucken wir mal. Aber ich glaube nicht, dass das diese ist. Da meine ich, konnte ich. Nee, nee, da musste ich irgendwie. Oder doch, musste ich da doch mit dem Auto fahren? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, wo wir hin müssen. So, der Treffpunkt ist am Arsch der Welt. Super. Huch. So, dann fahren wir mal. Da ist eine coole Limousine. Die müssen wir uns auch irgendwann mal schnappen. Was? Nichts passiert. So. Ah ja, mit den Bordsteinkanten müssen wir jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein hier. Da sollte man nicht zu stark drüber scheppern. Jetzt hebt man ab oder legt sich auf die Fresse. Alter, hohoho, das war knapp. Ich kann, wie auch Auto, kann ich super Motorrad fahren. Wisst ihr ja schon. Wisst ihr ja schon. Ihr guckt ja. Oh, geil. Sonnenuntergang. Hier,
mit dem großen Gebäude, dessen Name mir entfallen ist. Zumindest der hier in Liberty City. Komm, jetzt gehen wir mal. Alter, Alter! Warum wusste ich das? Ich wollte gerade sagen. Ah ja, nicht zwischen die Brücke fallen. Ich wollte gerade sagen, wir geben jetzt mal Gas und fahren durch diese Linie. Nein, die müssen natürlich links und rechts in die Mitte schwenken. Klar doch. So, aber ich hoffe, es brettert jetzt keiner hier links gegen die Bande. Und ich auch nicht. So. Ja, ich bin lieber auch ein bisschen vorsichtiger auf den Kreuzungen, ne? Oh! Na. Fly den Fuß von der Bremse. So. Hier müssen wir lang. Jetzt sind wir richtig wieder. Oh, ist hier los? So, der lotst uns jetzt dahin, weil hier Einbahnstraße ist, aber wir fahren hier lang. So, der gelbe Punkt ist hier in der Nähe. So, da wären wir auch schon. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier machen müssen, aber könnte sein. Oder doch, Verfolgungsjagd, glaube ich. Sneaky scumbag! Tony Black didn't do nothing to nobody who didn't deserve it! What the fuck? We're going to the mattresses for sure! Ja, dachte ich mir doch. Ja, da müssen wir hinterher. Komm, komm. Wo ist er hin? So, den müssen wir erledigen. Ach, der ist da rein. Ich dachte, der wollte hier wieder umdrehen. Ja, der fährt jetzt natürlich schön. Und ist auch erstmal schön aus... Oh, Alter. Was war das denn bitte? Alter. So geht das nicht. Komm, Nico, aufstehen. Spastisches Motorrad wieder nehmen. Ach, Mann, ey. Ja, der kommt... Alter. Ey. Alter. Alter. Was sollte das denn jetzt? Ja, den kriegen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ja, er hat überlebt. Bla, bla, bla. Super. Das heißt... Was war das denn hier? Ja, das heißt, wir müssen die... Scheiß Feuerwehrmann, ey. Der hat doch ein Rad ab. So, das heißt, wir müssen zu dieser Kackmission nochmal hin, oder? Naja, willst du mich verarschen, ne? Nochmal zurückfahren, den ganzen Kack hier. Nochmal versuchen. So. Aber ist egal, wenn sonst... ne? Jetzt starten wir nämlich... Ja, sag ich doch. Jetzt starten wir hier wieder. Ja, wären wir zurückgefahren und wieder hier hin, da hätten wir hier auch wieder starten müssen, hätten wieder hinfahren müssen. Nee, das ist mir zu doof, so. Deswegen hier, ne, Neustart der Mission. Ich dachte, das geht hier mal auf Anhieb. Nein. Ja, natürlich ist der Typ auch aus Stahl erstmal am Anfang, wenn man den beschießen will, ne. Ist klar, dass der jede Menge aushält. Den soll man ja nicht sofort, ne, ihr wisst schon, abknallen. Ja, lass mich schon ruhig. So, ein Eiswagen. Da nehmen wir aber jetzt kein Eis. So. Ich fahre jetzt mal ein bisschen schneller und hoffe, dass ich mir keinen Fahrfehler leiste. Weil das wäre genauso schlimm wie... Ja, Mission failen, ne? Irgendwo runterklatschen. Brücke runter oder so. Fullspeed irgendwo gegendonnern, das überleben wir nämlich auch nicht. So, aber hier können wir jetzt wieder schön links am Rand hoffentlich vorbei driften. Ne, driften nicht, aber naja, den Wind genießen, der du uns durchs mit dem Helm bedeckten Haar weht. Hahaha. Komm, das schaffen wir. Schaffen wir alles. Also wieder, super, mal wieder zu weit gefahren. Weil das, glaube ich, gar nicht so schlimm ist. Können hier nämlich in die Einbahnstraße rein. Ja, sag ich doch. Einmal über den Liberty City Times Square. Ja, und das, hui, der Pfeil lotst uns jetzt natürlich ganz woanders hin. So, jetzt sind wir doch schneller hier als gedacht. Ha. Die überspringen wir jetzt, die Zwischensequenz. Die haben wir ja schon... Auf geht's. Ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Fahren. Ich habe mich erstmal eben versucht, aufs Ballern zu konzentrieren. Den gleichen Fehler will ich jetzt nicht nochmal machen.
mit dem Typen erstmal ein bisschen näher kommen. Alter, nicht schon wieder. Scheiße, Motorrad fahren und schießen ist kacke. Stell ich mal gerade fest. Wow. Wo ist er hin? Scheiße. Wie, jetzt kommt ein Auto. Oh, ich versuche es, ja. Ich gebe mein Bestes. Ha. Ja, schön. Speichern und jetzt abhauen hier. Wow. Nicht so. Ach, die Polizei ist schon weg. Ach, sehr schön. So. Rufen wir mal Gary an. Was machen die denn hier? Trainingsübung? Frankie Garone sleeping with the fishes. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. I'll let Jimmy P know about that. I'll cut in on anything he throws my way. I don't know how long I'm gonna be outside, though. I feel like the cops might knock down my door any moment. Take me to the pen. Good luck with that, Jerry. Yeah, thanks. Please, look after my family if I go inside. Ja, sehr schön. Cool. Das heißt, wir können wieder eine neue Mission mal machen hier. Wie wär's mit, hier. United Liberty Paper ist ja in der Nähe. Nehmen wir die mal an. Das können wir noch machen in dieser Folge. Ja, und ich fahre auch mal mit dem Motorrad hin. Ja, was soll jetzt kommen? Geht ja hoffentlich schnell. Sieht's eigentlich mit unserer Munition aus? Oh, das ist nicht die Munition, das ist das Radio. Jetzt mal gerade gucken hier. Da. So, da oben. Ja, okay, wir haben eigentlich genug Munition, sehe ich gerade. Ah, komm, das reicht. Wir haben auch noch ein bisschen schusssichere Weste. Sonst wäre ich jetzt da hinten zum Waffenshop gefahren. Wo? Das ist eine sehr stark befahrene Kreuzung. Da sind wir lieber ein bisschen vorsichtiger. So. Und wieder die Abkürzung hier. Zack. Dust off. Oh. Come in. You're late. And please calm down out there. Excuse me? I didn't give you a free pass to act like an asshole. You're bringing a lot of heat. Hang out with bad people, doing bad things, making idiot moves. I'm an idiot. I move. True. But the last thing I need is you getting caught. Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's 100 guys in this building alone who fit my description. Middle-aged men, paunchy, glasses. You bring them here? What's this? Empty office? Leased to a man who died in the last days of Vietnam? Ooh. Call me up. Huh. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Oh. Funny. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever. It doesn't really matter. The guy's gotta go. But I need to know his movements first. How? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue and Lancet and give me a call. Go! Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her her life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that later. Ja, hol dir ein Fahrzeug. Ja, genau. Das Problem ist, mir gefällt die Klamotte hier gerade gar nicht, die wir halt so tragen. Und hier war doch, wenn ich mich recht erinnere, in der Nähe irgendwo. Lass mal gucken, wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten hin. Ich meine, hier in der Nähe wäre doch irgendwo der. Wie heißt es? Der Dingens. Plopp. Das Autohaus, genau. Das wollte ich sagen. Mensch. War das nicht hier irgendwo um die Ecke herum? Links, rechts? Keine Ahnung. What? Was will der denn jetzt schon? Nearly there. You're a
about to see a chopper taking off from Civilization Plaza. We need to get hold of it. Follow it. Wait until it touches down. Then, when the passengers are out, get in and fly to the airport in Dukes. Okay, then. Okay, Helikopterflug haben wir zum Glück schon in vor 1, 2, 3 Folgen trainiert. So gut es geht zumindest. Ich versuche jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, den Helikopter muss ich doch bestimmt verfolgen. Wenn ich in einem Fahrzeug bin, ne? Wahrscheinlich, ja, muss ich auch nach oben gucken dabei. Und ich habe so das Gefühl, dass ich mir dafür lieber ein Auto holen sollte. Und da vorne sehe ich auch schon Autos stehen. Mal gucken, was das für einer steht da hinten noch. Ach komm, wir nehmen jetzt den hier. Was soll's. Den nehmen wir uns jetzt mal schnell. Den borgen wir uns jetzt mal schnell, wie immer natürlich. Schmeiß den Kackhelm weg. Braucht doch eh keiner. So. Oh. Gut, wenigstens hat er keine Alarmanlage. So. Jetzt haben wir ein Auto und fahren noch schnell hin. So, der lässt sich halbwegs gut lenken. Ja, gut, ist auch nicht wirklich. Nee, stimmt nicht. Was soll's. Kriegen wir schon hin irgendwie hier. Bis jetzt sind wir immer durch jede Mission und als Ziel gekommen. Dann schaffen wir das jetzt auch. So, da hinten ist das Ziel. Weiter oben. Da ist das Ziel. Genau, da werden wir jetzt gleich hin und müssen irgendwie einen Helikopter beobachten und abfangen irgendwann, wenn er wieder landet. Das machen wir dann im nächsten Part. Ja, wenn euch dieser Part gefallen hat, abonnieren, kommentieren, Daumen hoch geben. Daumen hoch ist ganz wichtig, weil je mehr Daumen hoch, desto mehr, desto ja, weiter spiele ich natürlich diese Spiele hier. So, und los geht's. Bis wir sehen uns dann in der nächsten Mission. Tschüss.